Super, dann schalten wir doch gleich live zum Roger Köppel ins Büro von der Weltwoche. Herr Köppel, was kann ein Wähler an Ihren Auftritt erwarten? Ja, natürlich einen brillanten Vortrag von mir. Aber nicht nur das. Auf dem Programm steht außerdem Poetry Slam von Christoph Mörgeli, eine Tombola, ein Minarett-Quartett und einer Mohrenkopfschleuder mit tollen Preisen wie dieser Kappe. Aha, Klimawandel, nein, danke. Das ist natürlich immer so das Thema bei Ihnen. Sie sind ja in öffentlichen Lügen vom Klimawandel. Ist Klimaschutz wirklich so Unsinn, wie Sie behaupten? Niemand macht mehr für den Klimaschutz als Roger Köppel. Seit ich die Weltwoche übernommen habe, hat sich unsere Auflage fast halbiert. Denken Sie an all das Papier, das wir so sparen, an all die Wälder, die wir retten. Jetzt ist ja so, gerade in der Weltwoche, seit einigen Wochen schießen Sie sehr scharf gegen die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. Wieso denn eigentlich? Mich fasziniert die junge Schwedin. Ihre Motive sind natürlich total fehlgeleitet. Aber ihr Elan, ihr Pupf, erinnert mich an einen jungen, knackigen Christoph Blocher. Ja, Greta Thunberg ist sozusagen ein Klimablocher mit Zöpfchen. Sie werfen dem SRF immer vor, linke Propaganda zu betreiben. Gibt es da irgendwelche Sendungen, die Sie speziell meinen? Die Rundschau und die Arena, die gehen ja noch. Aber der größte Agitator der Ökodiktatur ist noch immer die SRF-Propagandasendung Meteo. Mhm. Herr Köppel, Sie sind bekannt dafür, immer und überall einfach einmal Gegenposition einzunehmen. Nein. Das stimmt also nicht. Doch, das stimmt. Sie haben in der Vergangenheit immer und immer wieder, wie ich das habe. Ich habe gar nichts. Und verbitte mir hier diese Unterstellung. Also, ich sehe schon, Sie sagen jetzt immer das Gegenteil von dem, was ich sage, oder? Nein, Sie sagen das Gegenteil. Herr Köppel, bitte, das ist total kindisch. Ja, Ihnen geht es doch nur um die simple Provokation. Sicher nicht. Kaka. Steve Bannon. Vegane Feministen, Nazis. Jetzt in der Weltwoche. Danke vielmals, Herr Köppel, für das erfreuliche Gespräch. Merci vielmals. Thank you.